Ich würde auch einmal starten. Ich habe auch eine Masterarbeit geschrieben, die ich jetzt hier präsentieren darf. Das der Titel meiner Masterarbeit war, da hat man ein Hakenkreuz als Profilbild und es geht über die Bedeutung des Internets im Prozess der politischen Rechtsradikalisierung von Jugendlichen in Deutschland. Genau, ich möchte erst ein bisschen atypisch mit der Einleitung starten. Ich selbst habe ja auch meinen Bachelor gemacht an der Kato und habe meine Bachelorarbeit über politische Bildung geschrieben im Zusammenhang mit der Digitalisierung und welche Risiken die Digitalisierung für die politische Bildung von Jugendlichen eigentlich birgt. Und in dieser Arbeit bin ich auf die Phänomene Filterblase und Echokammern gestoßen, bin aber nie so tief wirklich in die Materie eingedrungen und fand das Thema weiterhin aber sehr spannend und wollte danach einen Schritt weitergehen. Persönlich fand ich aber auch spannend, wie 2015 Menschen auf die Straße gehen konnten, in Pegida-Zügen gegen Geflüchtete gehetzt haben und wie dann in der Corona-Pandemie auf einmal wieder Leute auf die Straße gehen konnten und gegen was anderes demonstrieren. Und ich einfach nicht verstehen konnte, wie kommen Leute so weit in ihren Gedanken, dass sie sowas machen. Und 2021 gab auf tagesschau.de einen Artikel mit der Schlagzeile Radikalisierung im Netz, Brandbeschleuniger Social Media. Und das hat mir nochmal deutlich gemacht, wie aktuell irgendwie das Thema ist und genau später auch irgendwie, wie wenig es eigentlich darüber bekannt ist, obwohl alle ja darüber oder viel darüber geredet wird. Ich möchte gleich wie folgt vorgehen. Auch ein bisschen atypisch, ich stelle erst meine Fragestellung vor, also keine Hinleitung dahin und gehe dann die wichtigen thematischen Punkte einmal durch. Ganz kurz reise ich den aktuellen Forschungsstand ein, mein Forschungsdesign, Ergebnisdarstellung und dann ein kleines Fazit. Genau. Meine Forschungsfrage für die Masterarbeit war, wie kann das Internet politische Rechtsradikalisierungsprozesse bei Jugendlichen beeinflussen? Und ich habe anhand zwei Unterfragen diese Oberfrage beantwortet. Einmal, wie kann das Internet politische Rechtsradikalisierung von Haltung und Einstellung bei Jugendlichen beeinflussen? Und einmal von Handlungen und Aktionen. Da gehe ich später nochmal darauf ein, dass ich den Begriff der Radikalisierung sehr weit fasse und da nämlich differenziere, einerseits zwischen der Einstellungsebene, also einer kognitiven Radikalisierung, und einmal zwischen einer Radikalisierung auch mit Doings, wo man wirklich was macht und handelt. Genau, auch einmal eingefärbt Internet, also der digitale Raum wird sich genauer angeguckt, und einmal Jugendliche, also die Lebensphase Jugend. Kommen wir zuerst zur Jugend. Da habe ich mich auf die Theorie von Lothar Böhnisch fokussiert, mit der Lebensbewältigung, insgesamt über die Jugend oder über die verschiedenen Lebensphasen kann man sagen, dass es eine Destandardisierung des Lebenslaufes gibt, also so feste Ankerpunkte verlieren an Bedeutung, Übergänge werden fragiler, Stichwort lebenslanges Lernen, das heißt, es muss nicht mehr alles in der Jugend passieren. Und in der Jugend gilt die jugendsoziologische Zauberformel, wie Böhnisch sie nennt, die Integration durch Separation ist in Gefährdung. Das heißt, in der Jugend wird davon ausgegangen oder war die Idee, dass Jugendliche separiert werden von gesellschaftlichen Prozessen, vom Arbeitsmarkt etc., sich entwickeln können in einem Experimentier- und Schonraum, also sich ausprobieren können und anschließend integriert werden wieder in die Gesellschaft oder in festere gesellschaftliche Rahmen. Und dies gilt oder es gilt als fragil, dadurch, dass was ich in der Jugend mache, auch spätere Auswirkungen haben kann, wenn ich erwachsen bin. In der Theorie der Lebensbewältigung, wenn ihr soziale Arbeit hier studiert, dann dürftet ihr keinen Bogen drumherum gemacht haben können, ist das Wichtigste, dass eine subjektive Handlungsfähigkeit aufrechterhalten wird. Und dies geschieht, indem das Individuum Selbstwertgefühl, soziale Anerkennung und Selbstwirksamkeit in einem Gleichgewicht halten kann und überhaupt erstmal erreichen kann. Wie man das bekommt, kann einerseits innerhalb geteilter sozialer Normen geschehen, also durch Leistungen, die gesellschaftlich anerkannt sind, oder durch gute Freundschaften, die ich habe, aber auch sozial abweichend. Also ich kann es mir auch holen, wenn ich mit meinen Freundinnen und Freunden mir anders Anerkennung hole, genau, mit deviantem Verhalten. Das zum Thema Jugend. Dann möchte ich einmal weiterkommen zum digitalen Raum, was als Background war. Anfang der 2000er gab es eine entscheidende Veränderung hin zum Web 2.0 oder zum Social Web. Also bis, ich glaube, ungefähr 2004 ist der Begriff entstanden, gab es ausschließlich eine Mensch-Maschine-Interaktion. Das heißt, ich habe in meinem Computer gelesen oder
mit dem gearbeitet und Texte bei Word von damals geschrieben. Und 2004 entstand ein neuer sozialer Raum im Internet. Das heißt, MySpace, später SchülerVZ etc. sind entstanden und man konnte auf einmal mit Menschen interagieren und dadurch sind ganz neue Nutzungsmöglichkeiten bekommen. Also ich konnte Inhalte erstellen, ich konnte Inhalte teilen, mich mit anderen austauschen, kennenlernen, alles. Und das ist ganz entscheidend für die Entwicklung. Der digitale Raum wird aber auch als gesellschaftlicher Polarisierungstreiber diskutiert. Also ich habe immer eine sehr negative Brille aufgehabt bei der Masterarbeit, weil mich ja vor allem die Radikalisierung interessiert hat. Also ich fand es interessant, warum werden Leute radikal? Und in einer negativen Konnotation wird das Internet auch als Polarisierungstreiber beschrieben. Und Polarisierung ist die zunehmende Entfernung vom Mittelpunkt einer bipolaren ordinalen Skala. Das heißt, wenn ich mir eine Mitte der Gesellschaft vorstelle und es polarisiert sich, dann gehen Menschen weg von diesem Punkt, wenn man es aufs politische Spektrum bezieht, also nach weiter rechts oder weiter links, wenn man eine Rechts-Links-Skala machen möchte. Aber verschiedene Themen kann man es auch. Also bei Umweltthemen kennt man das ja. Die einen möchten gerne die Leute überfahren, die auf der Straße sind. Die einen möchten sich festkleben und was verändern. Das heißt, es geht da irgendwie sehr weit auseinander auf jeden Fall. Und im digitalen Raum entstehen Filterblasen und Echokammern. Ich weiß nicht, ob ihr die Begriffe kennt, aber die waren sehr zentral und die möchten wir uns einmal genauer angucken. Hinter Filterblasen stecken Algorithmen, die man auch als Prognosemaschine bezeichnen kann. Der Begriff Filterblase geht auf den US-Amerikaner Eli Pariser von 2012 zurück. Gibt es als deutschen Werk auch hier in der Kato, kann man sich ausleihen. Ist ganz veraltet ein bisschen inzwischen, aber irgendwie noch sehr aktuell auf jeden Fall. Und in diesen Filterblasen geschieht eine zunehmende Isolation. Das heißt, ihr kennt es alle, wenn ihr am Handy YouTube öffnet, werden wahrscheinlich wir alle andere Feeds haben, was uns anfangs angezeigt wird, sondern nämlich das, was wir mögen. Bei Instagram genauso und TikTok sowieso. Also von daher, man bekommt das, was man sehen möchte. Und dadurch andere Dinge nicht mehr angezeigt. Wenn ich mir Nachrichten durchlese oder anschaue, dann bekomme ich nur bestimmte gezeigt und andere werden quasi vorgefiltert durch die Algorithmen. Und innerhalb dieser Filterblasen, wenn es also nicht nur darum geht, wenn ich mir YouTube-Videos angucke oder mit anderen mir sonst was mache, sondern mit anderen kommuniziere, entstehen Echokammern. Das heißt, diese digitalen Resonanzräume entstehen. Und in diesen Echokammern sind sich verstärkende Gruppendynamiken. Das heißt, man pusht sich auf, stachelt sich an und bekommt immer wieder Bestätigung von dem, was man eigentlich selber denkt, was man hören will. Also man geht mit einer gewissen Einstellung rein und bekommt eigentlich das Gleiche dabei raus. Ach so, genau, zu dem Thema möchte ich euch wieder einen Podcast ans Herz legen. Den hatte ich auch während meiner Recherche gehört von Manuel Möglich. Den kennt ihr vielleicht, der war mal beim Y-Kollektiv. Ist auf Spotify der Podcast nach dem Hass AussteigerInnen aus der rechtsextremen Szene. Da wird eine Aussteigerin interviewt, aber auch Fachkräfte aus der Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit. Ich finde, er beleuchtet das sehr, sehr gut. Und die ehemalige rechte Influencerin spricht selbst und sagt: Ich war der Meinung, dass ich sag mal, die rechte Medienwelt so eine große Reichweite hat, sodass man die anderen Medien eigentlich gar nicht braucht. Also, sie spricht selber darüber, wie sie radikalisiert wurde, wie sie nach den Vorfällen in der Silvesternacht in Köln quasi nur noch darauf fixiert war, online solche Sachen zu finden. Und wenn man danach irgendwann nur noch solche Sachen angezeigt bekommt, dann denkt man natürlich, dass es, was für andere die Tagesthemen sind, sind für die dann die Nachrichten auf VK oder in der Telegram-Gruppe. Genau. Was innerhalb der Echokammern passiert, hat Lippmann schon 1915 geschrieben, nämlich über das Phänomen der sozialen Homophilie. Und er sagt, wo alle das Gleiche denken, denkt niemand besonders viel. Also wirklich ein Lernfortschritt passiert natürlich nicht, wenn wir uns immer nur das angucken, was wir kennen, hören wollen und wissen. Also sind diese selbstselektierte Netzwerke in diesen Echokammern. Aber es können sich auch Formen virtueller Gegenkulturen bilden. Das heißt, jede Interessengemeinschaft, noch so klein, kann sich im Raum finden, im digitalen Raum, können Gegenkulturen entwickeln. Daraus können größere Bewegungen entstehen, wie wir es auch alle gesehen haben in der Corona-Pandemie. Und genau das ist in diesem Phänomen. Wenn man sich anguckt von den NutzerInnen der Medien, da gibt es verschiedene Wirkungen, die auf die Leute einwirken können. Da beziehe ich mich auf Hasebrink et al. Er sagt einmal die Wissensvermittlung, also wenn ich irgendwas wissen möchte, wir alle recherchieren für eine Hausarbeit, für eine Bachelor-Thesis, Masterarbeit, kriege ich erstmal Wissen raus. Dann gibt es aber auch Agenda-Setting, das kennt ihr wahrscheinlich auch alles. Das ist die journalistische Funktion, Themen und
also zu positionieren. Das heißt, es muss erstmal überhaupt in den öffentlichen Diskurs gebracht werden. Beim Framing geht es um subjektive Schwerpunkte. Also ist ja klar, wenn ich eine Taz lese, ist es anders, als wenn ich die Bild lese, auch wenn es das gleiche Thema ist. Vermittlung von Meinungsklima, also man sollte auch meistens, ist die Funktion eigentlich wieder dazu geben, wie ist das die Meinung in der Bevölkerung eigentlich wiedergegeben, und das kann man natürlich auch anders darstellen, als es ist, und wird auch anders dargestellt. Die Persuasion ist die Einstellungsänderung. Also das klassische Beispiel ist Werbung. Werbung will unsere Einstellung verändern. Und wenn die Werbung erfolgreich war, beispielsweise in Bremen, da wohne ich jetzt, da ist bald Bürgerschaftswahl, überall sind Wahlplakate, online findet man es auch, das Ziel sind Handlungsimpulse. Und wenn ich dann jetzt noch mein Kreuz bei einer Partei mache, weil mich die Werbung überzeugt hat in den Medien, dann ist die Medienwirkung der Handlungsimpulse geschafft worden. Was durch den digitalen Raum leider nicht mehr zu, oder leider hat auch Vorteile, aber nicht mehr vorhanden ist, ist die journalistische Gatekeeper-Funktion. Also bevor es das Social Web gab, man wollte Dinge veröffentlichen, musste man immer an Verlage gehen, man musste es irgendwie rausbringen können, und das gibt es jetzt nicht mehr. Also El Hotzo kann mit einem Tweet Millionen Leute erreichen, aber er muss das nicht mit irgendeiner Redaktion absprechen, sondern kann es einfach rausbringen, und das können alle machen, mehr oder weniger erfolgreich. Dann kommen wir zum Thema Rechtsextremismus und Rechtsradikalisierung. Das war mein Lieblingskapitel tatsächlich in der Arbeit, weil ich diese Begriffe einfach unglaublich spannend fand. Und da wollte ich euch einmal fragen, ob ihr eine Idee habt, was der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen ist. Ihr könnt auch gerne mal kurz nachdenken. Timo? Vielleicht ist die Regierung der Prozess und das extreme Position, wo es sozusagen dann Prozess geht. Da kann ich nicht, also das geht auf jeden Fall sehr gut in die Richtung. Also Extremismus kommt von Extremus, der Äußerste. Also da geht es wirklich an diesen Rand, diese Zustände. Und das ist was Statisches. Da geht es um die Ablehnung der Werte und Prinzipien einer offenen Gesellschaft und des demokratischen Verfassungsstaats. Und Radikalismus kommt von Radix, also von Wurzel. Falls wer die Kevin Kühnert-Doku gesehen hat, der hat auch mal einen Vortrag eingebaut, weil er bei der SPD wieder wollte, dass die Probleme an der Wurzel angepackt werden. Also es geht wirklich um dieses, man packt das Problem ganz unten an und ist in dem Sinne radikal. Also das Bestreben, genau, an der Wurzel anzupacken, und die zunehmende Infragestellung der Legitimation einer normativen Ordnung und oder die zunehmende Bereitschaft, die institutionellen Strukturen dieser Ordnung zu bekämpfen. Und tatsächlich ist Radikalismus oder eine Radikalisierung auch tatsächlich erstmal per se nichts Schlechtes. Also Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gab es eine radikale Bewegung, eine Liberale, die sich für die Demokratie eingesetzt hat. Im Retrospektiv wurde sie sehr positiv bewertet. Die Anti-Atomkraft-Bewegung oder vielleicht in 20 Jahren auch die letzte Generation zum Beispiel. Was allerdings noch nie retrospektiv positiv bewertet worden ist, ist religiöse Radikalisierung, rechte Radikalisierung und sportbezogene Radikalisierung. Genau, mein Modell, ich hatte ja gerade schon erklärt, diese zwei Unterfragen, also der Begriff der Radikalisierung ist sehr umstritten oder wird unterschiedlich definiert, und ein Hauptpunkt ist immer das Thema Gewalt. Also Gewaltanwendung, ist es ein fester Prozess davon oder nicht? Muss es sein oder nicht? Und ein Autor hat die Erklärung geliefert, dass wenn man natürlich sagt, Radikalisierung endet immer in Gewalt, hat man natürlich was Sichtbares, was Greifbares. Man kann es viel leichter operationalisieren, als wenn man sich einfach nur auf die Einstellung bezieht, die ja vielleicht radikal ist, aber der Mensch nach außen hin macht das eigentlich nicht. Ich finde das aber sehr spannend, weil man sich vor allem im digitalen Raum ja keine physische Gewalt anwenden kann, das nochmal zu unterteilen und so ein breites Verständnis davon zu haben. Die Pyramiden gucken uns einmal genauer an. Das war auch meine entscheidende Forschungsheuristik, diese Theorie zu nutzen oder dieses Modell, und gehe später auch nochmal deutlich stärker darauf ein.
Also bei der Einstellungspyramide, die Pyramidenform, ist erstmal bei dem Modell ganz klar unten der breiteste Balken umfasst die meisten Menschen und die schmale Pyramidenspitze die wenigsten Menschen und deswegen diese Pyramidensymbolik. Und in dem Modell ganz wichtig ist es kein Prozess, der quasi nur nach vorne gehen kann. Also die Autorinnen schreiben selbst, man kann hoch und runter skippen im Grunde, also man kann da wechseln, es ist kein fortlaufender Prozess. Sonst könnte man ja nicht aussteigen. Ganz unten sind die neutralen BürgerInnen. Das ist die größte Masse, politisch uninteressiert. Danach kommen die SympathisantInnen, also die lehnen Gewalt ab, aber stimmen extremistischen Frames zu. Darüber kommen die RechtfertigerInnen. Die Gewalt wird also durch die eigene Ideologie gerechtfertigt und damit ist sie in Ordnung. Und auf der obersten Ebene sind Radikalisierte, also die individuelle und moralische Pflicht in der Gewaltanwendung sehen. Genau, und da ist in dem Modell dann auch dieser Übergang auf der letzten Ebene von der Einstellung in die Handlung hinein. Ich habe in meiner These bei der Herleitung gesagt, okay, das sehe ich nicht als zwangsläufig, dass es immer am Ende darin enden muss, sondern dass Gewalt befürwortet und akzeptiert wird und das quasi meine letzte Ebene ist, ein bisschen angepasster Version. Bei der Handlungspyramide haben wir unten die Untätigen, auch die größte Masse, die politisch untätig sind. Danach kommen die Aktivistinnen, die beteiligen sich an legalen und gewaltfreien Aktionen. Dann die Radikalisierten, die führen Aktionen aus Grund ideologischer Motivation durch und es gibt keine strikte Gewaltablehnung mehr. Und auf der obersten Ebene sind die TerroristInnen. Das sind illegale Aktionen, die gesamte Zivilisation treffen sollen. Also es geht dann wirklich nicht mehr um bestimmte Ziele, sondern es geht wirklich darum, Hauptsache Schaden, Hauptsache im Sinne der Ideologie alles durchzusetzen und das vorherrschende System quasi damit zu bekämpfen und ohne Rücksicht auf Verluste. Dann habe ich mir angeguckt, Rechtsextremismus, wie sieht es aktuell eigentlich heute aus? Also es ist eigentlich eine rückwärtsgewandte Ideologie, also mit einem veralteten Weltbild, würde ich sagen, und trotzdem ist sie modern und angepasst. Also ich weiß nicht, ob ihr alle den Begriff des Nipster kennt, also der modern aussehende Nazi-Hipster. Da gab es mal ein Bild 2014, da hatte einer auf einer Demonstration irgendwie einen Beutel mit bitte nicht schubsen, ist Joghurt drin oder sowas und war aber halt auf einer Nazi-Demo. Darüber wurde im Rolling Stone sogar geschrieben mit der Überschrift Heil Hipster, the young Neonazis trying to put a stylish face on hate. Und was ganz wichtig ist, die Aneignung jugendkultureller Symboliken. Da seht ihr einmal das Run-DMC-Logo, eine afroamerikanische Rap-Gruppe. Aber wenn man daraus Kapital schlagen kann und Leute mit Reichweite kriegen kann, kann man da auch ein HKNKZ-Symbol rausmachen und tritt dann noch zeitgenössisch auf. Kann man als Jutebeutel verkaufen, kann man online super gut käuflich erwerben, wenn man es einmal kurz googelt. So kriegt man es heute hin, modern auszusehen und trotzdem recht zu sein. Im digitalen Raum geht es für sie also vor allem darum, als rechtsextreme Gruppierungen Propaganda zu verbreiten. Da ist natürlich super, dass die journalistische Gatekeeper-Funktion nicht mehr da ist. Leute zu rekrutieren, also für die eigene Ideologie zu gewinnen, aber auch zu finanzieren und zu mobilisieren. Wie ich gerade gesagt habe, diese Shirts kann man online kaufen. Kriegt man Geld rüber, man kann mobilisieren für Demonstrationen etc. Und es werden Taktiken benutzt. Also eine Verschleierungstaktik ist das Mimikry, also die wird auch die Wolfs im Schafspelz-Taktik genannt. Da sehr gut ist die identitäre Bewegung. Sie zum Beispiel sagen selbst, sie seien 0% rassistisch, sondern nur 100% identitär. Das heißt, man nimmt den Begriff Rassismus gar nicht mehr, weil den will man ja nicht hören. Aber identitär ist ja super, das können wir alle sein. Genau. Das ist Rechtsextremismus im Internet und identitäre Bewegung ist da sowieso sehr der Vorreiter. Ich weiß nicht, ob ihr das alles mitbekommen hattet. Ich glaube, das war, müsste ich selber nachgucken, als sie das Brandenburger Tor erklungen haben mit Kletterausrüstung etc., mit einem Banner am Ende. Und ein Autor hat darüber passend geschrieben, dass sie wussten, dass die Inszenierung der Aktion wichtiger ist als die Aktion selbst. Also es gab ein YouTube-Video mit super vielen Aufrufen. Ich hatte im Zuge der Recherchen nochmal für die Präsentation geguckt. Jetzt habe ich es nicht mehr gefunden. Als ich die These geschrieben habe, habe ich es mir noch angeguckt. Muss man selber wissen, ob man sich angucken möchte oder nicht, im Sinne des Unterstützungs von Aufrufen für die. Genau. Dann kommen wir zum aktuellen Forschungsstand. Beim Forschungsstand gab es super wenig, muss ich zugeben. Viel ist immer US-zentriert und da gab es die Kritik, alles, was in den USA erhoben wird, kann man nicht direkt auf das
Parteiensystem in Deutschland übertragen, weil es einfach andere politische Systeme sind. Und in Deutschland ist ein größerer Fokus auf islamistischen Extremismus oder Radikalisierungsprozesse. Da vermutet ein Autor zum Beispiel politische Motivation dahinter oder eine höhere Einstufung der Gefahren von der Extremismusseite aus. Und so habe ich einmal das Zitat von Knippich und Sorokin, Knippich, Sorokin und Stumpf. Es besteht Einigkeit darüber, dass das Internet schon allein wegen seiner alltäglichen Verschränkung mit dem Leben junger Menschen im Zusammenhang mit der Radikalisierung junger Menschen einen wichtigen Einfluss hat. Eine klare empirische Befundlage steht jedoch in weiten Teilen noch aus. Und das war eigentlich genau mein Ziel, eigentlich mal zu verstehen, wie laufen diese Prozesse ab, also wie werden Menschen radikal, was machen sie oder wie passiert das mit diesem Denken? Dazu bin ich wie folgt vorgegangen. Am Anfang dachte ich, wäre mega gut, wenn ich ein paar Aussteiger hinkriege und ich schön mit ehemaligen Nazis darüber rede, warum sind sie eigentlich geworden und was hat das Internet damit zu tun gehabt. Im Zuge meiner Recherche habe ich aber festgestellt, dass es sehr umstritten ist. Also man sollte den Leuten quasi gut überlegen, sollte man den Personen noch eine Bühne geben? Sollen die diesen Prozess immer wieder aufarbeiten und erzählen? Dann kriegen die Einrichtungen immer wieder Anfragen dafür. Ja, habt ihr noch einen ehemaligen Nazi für eine Schulveranstaltung oder sowas? Und das ist sehr umstritten, das wirklich zu machen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, dann möchte ich die Expertin interviewen, die Leute wirklich begleiten in den Ausstiegsprozessen. Also habe ich Expertinnen aus der Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit mit Jugendlichen aus ganz Deutschland angefragt. Also es gibt teilweise ein Bundesland in Deutschland, da gibt es 7 Stellen für ein ganzes Bundesland. Das ist ein sehr überschaubares Feld von der Größe her. In NRW gibt es ein paar mehr Stellen. Genau, da kann man also ganz gut deutschlandweit gucken, auch mit verschiedenen Ausrichtungen. Also manche haben das Digitale schon mit drin, manche eher weniger. Und da habe ich dann insgesamt mit 5 Leuten Interviews geführt aus Nord-, West- und Ostdeutschland. Genau, das waren leitfadengestützte Experteninterviews. Die habe ich qualitativ inhaltsanalytisch ausgewertet. Und das Ziel war ein gemischt deduktiv-induktives Kategoriensystem. Also dieses Pyramidenmodell waren meine Hauptkategorien, mit denen ich quasi in das Material reingegangen bin. Und daraus sind dann noch mehr Kategorien entstanden. Ich möchte mich aber vor allem auf dieses Modell beziehen, weil das als Forschungsergebnis bei mir herauskam, wie es digital ablaufen kann, von der untersten Ebene bis zur obersten Ebene. Wie sieht das eigentlich genau aus? Also so eine Modifizierung des Modells, das sind meine Forschungsergebnisse. Also nochmal zur Erinnerung, das Modell sind aber gleich unten immer eingeblendet, wie die einzelnen Stufen sind und wo wir uns genau befinden. Was aber wichtig ist, es ist ja nicht so, dass ich das jetzt irgendwie schreibe, irgendwie nachts zwischen 22 und 24 Uhr, und dann stehe ich am nächsten Morgen auf und sage, okay, das ist ja alles irgendwie ganz schön gewesen, was ich da gestern Abend geschrieben habe, aber ich sehe das ganz anders. Natürlich wird diese Ideologie dann auch gelebt im alltäglichen Leben. Es macht nochmal deutlich, dass es bei mir vor allem eine analytische Trennung ist, zu gucken, das passiert online, das natürlich in den Köpfen passiert und die Menschen mit diesem Weltbild dann auch rausgehen oder mit diesen Einstellungen, das darf man immer nicht vergessen. Und das hat der Experte hier nochmal ganz klar gemacht, dass das auch so ist. Und ein anderer Experte sagt aber auch, dass es natürlich immer eine gewisse Hürde ist. Wenn ich online kann ich sonst was machen, aber dann will ich mit dem Banner auf der Straße stehen, ist natürlich immer noch eine Hürde. Trotzdem ist es im Kopf drin. Kommen wir jetzt zum Modell. Da sind erstmal bei den Handlungen, also auf der Action-Pyramide bei den Untätigen. Da ist erstmal ganz klar, bei den untätigen BürgerInnen ist für jegliche ideologische Gruppierung, Jugendliche die Hauptzielgruppe aus verschiedenen Gründen. Die sind noch nicht gefestigt in der Persönlichkeit. Man kann sie dadurch super erreichen, verunsichert in manchen Aspekten. Und deswegen sind sie meist immer das Ziel. Aber was ganz wichtig ist, es ist nicht zufällig, warum ich mich bestimmten Instagram-Profilen oder bestimmten Chatgruppen zuwende. Also das ist bei uns so. Das ist aber auch, wenn es darum geht, ob ich lieber einen AfD-Kanal folge als einem SPD-Kanal, was auch immer. Das heißt, das ist natürlich immer schon eine gewisse Grundvoraussetzung da, dass ich mit gewissen Dispositionen reingehe, mit bestimmten Weltbildern, und dann können natürlich einige Profile und Chatgruppen für mich attraktiver sein als für andere. Gucken wir uns einmal digitalen Aktivismus an. Da haben sich dann aus dem Material heraus diese Kategorien ergeben, also Rekrutierung, Liken, Kommentieren, Content Creator und Austausch. Das heißt, dieser Aktivismus ist in vielen verschiedenen Formen möglich, weil digital, so berichten die Experten von den AussteigerInnen, ist ja alles ein Stück sagbarer und hier kann mir ja nichts passieren. Deswegen kann ich da schnell aktivistisch handeln,
Leute anschreiben, Beiträge liken oder selber Inhalte erstellen. Genau, und online, wenn ich als Content Creator bin, ich habe von dem Video der identitären Bewegung erzählt, berichtete ein Experte, es sieht immer so sauber, neu und ordentlich aus und damit ist zu 100% anschlussfähig. Also anschlussfähig an das, was Kinder und Jugendliche so kennen. Das heißt, die wissen genau, wie macht man das. Wurde mir auch berichtet von Leuten, die aus dem Urlaub berichten, also rechte Influencer, die aber normalen Urlaubskontent machen und dann nebenbei halt immer die Propaganda mit drin haben. Das ist also ganz normale Influencer, wie wir alle sie kennen, nur halt mit rechten Inhalt, aber von der Aufmachung passend. Und es gibt die Neuauflage der Schulhof-CDs. Ich weiß nicht, ob ihr die Schulhof-CDs mitbekommen hattet. Das müsste in den 90ern, 2000 gewesen sein, als vor allem so Parteien wie die NPD das dann an den Schulen verteilt hat, den neuesten Rechtsrock. Und das findet jetzt tatsächlich digital statt. Also einerseits lässt sich, und das kann ich leider bestätigen, super auf YouTube rechts NS-Rap vor allem finden. Das ist so das, was angesagt ist bei den Jugendlichen, die in dieser Szene unterwegs sind. Aber es geht auch über, hat ein Experte berichtet, einfach über WhatsApp-Gruppen oder über WeTransfer. Das kann man einfach super weiterleiten. Und man kann sehr schnell aktivistisch handeln, dadurch, dass einem das bekommt. Finde ich gut, leite ich weiter. Ist sehr schnell getan online. Dann kommen wir jetzt zu den radikalisierten Handlungen. Da besteht vor allem Uneinigkeit bei den Expertinnen. Also einerseits sagen sie, ja, es ist auf jeden Fall Gewalt möglich online, verbale Gewalt. Und die einen sagen, nee, es ist irgendwie nicht radikal möglich, dort zu handeln, weil physische Gewalt in dem Sinne gibt es da ja nicht. Und das ist für die das wichtige Kriterium. Was aber wichtig ist, ist, dass innerhalb dieser geschlossenen Gruppierung können radikalisierte Handlungen vollzogen werden oder befürwortet werden. Das heißt, es wird geplant, sich gegenseitig hochgepusht oder unter Druck gesetzt. Und da wurden vor allem die Plattformen Telegram und VK genannt. VK ist das russische Facebook, also ist, das größte russische soziale Netzwerk, was es gibt. Gibt es aber auch, kann man von Deutschland sich ganz normalen Account anlegen. Und was auch genannt wurde, sind rechte Hackerangriffe. Also wenn ich als rechte Gruppierung, Kato ist mir zu links oder sowas, kann ich die Seite hacken und da was anderes einstellen als radikalisierte Handlung im Internet. Auf der letzten Ebene kommen Terroristinnen, also rechtsextreme AttentäterInnen. Das sind Leute, die nicht klassisch in der extremen Rechten organisiert sind, sondern offline nur in einem Forum unterwegs sind. Das heißt, es geht darum, dass sie durch andere Menschen in sozialen Interaktionen sich radikalisieren können und nicht in diesen klassischen Kameradschaften, Parteien etc. unterwegs sind. Und dennoch passiert auf dieser Ebene dann auf jeden Fall der Übergang in die reale Welt, also raus aus dem Internet. Und da sagte ein Experte, es sind in der Summe immer noch nicht viele, doch jeder Mord, der passiert, ist ein Mord zu viel. Er sagte auch über die Gefahren, wir haben ja keine tausend anders Breiviks rumlaufen, aber einen gab es halt trotzdem und das ist schlimm genug. Um das mal vielleicht deutlich zu machen. Auch wenn es nicht viele sind, es ist immer noch zu viel. Dann gehen wir einmal auf die Zusammenfassung nochmal, also rechts die aus dem Modell und daneben, wie ich es eingeordnet habe. Das heißt, wir haben unten die Mitte der Gesellschaft, wo es um Themenplatzierung geht. Ich möchte Themen platzieren. Dann rekrutieren, austauschen, liken, Content createn und kommentieren als Aktivismus. Verbale Gewalt und verfassungsfeindliche Äußerungen im Internet und Hackerangriffe als radikalisierte Handlungen und auf Terroristinnen-Ebene, also die Attentäter, der Austritt aus den Digitalen hinein in die analoge Welt. Und was da nochmal ganz wichtig ist zwischen aktivistischen und radikalen Handlungen, ist ja, dass die radikalen Handlungen illegal sind und verfassungsfeindlich. Und da weiß man, oder wurde auch von Fällen berichtet, dass Leute, Jugendliche was reingeschrieben haben und später wurden sie dafür angezeigt etc., weil es verfassungsfeindlich war. Und da ist diese Grenze sehr schwimmend zwischen diesen Ebenen, was schreibe ich rein? Wann ist es verfassungsfeindlich und was nicht? Und das ist immer sehr schwer einzuschätzen von denen, die es machen und von denen, die es lesen oder bewerten müssen. Dann kommen wir zur zweiten Pyramide, den Einstellungen. Da ist die unterste Ebene die neutralen BürgerInnen und das Ziel erstmal ist, diese zu gewinnen, um eine größere Bewegung zu werden. Und da werden Themen gesucht an der Schnittstelle zwischen rechtskonservativ und rechtsextrem oder extremer Rechter. Hat einer eine Idee, was solche Themen sein könnten? An dieser Schnittstelle. Ja. Ja. Genau, was bei meiner Arbeit vor allem rauskam, war die Thema Gender bzw. Antifeminismus. Von einem Experten wird das sogar befürchtet, dass das das größte Thema werden wird,
weil sich darauf besonders gestürzt wird. Und ich glaube, wenn man das mit den Gender-Debatten mitbekommt, sieht man da wirklich die Schnittstellen zwischen rechtskonservativ und extremer Rechter, Geflüchtete, wie ihr gesagt hattet, und Tier- und Umweltschutz. Und da finde ich eigentlich spannend, dass von beiden Seiten die Extremrechte eingreifen kann. Einerseits natürlich das aufgreifen kann und gegen die Grünen wettern kann. Und gleichzeitig gibt es ja den Slogan, Heimatschutz ist Umweltschutz. Also dieses nach dem Motto nochmal, unser Heimat schützen. Und da kann man super natürlich auch mit Umweltschutz betreiben. Also für die ist nichts zu schade, um das als Schnittstellenthema nutzen zu können und diese Themen dann auch an der Lebenswelt versuchen zu finden. Kommen wir zur zweiten Ebene, die Sympathisantinnen. Da gab es die Subcodes des digitalen Kontaktaufbaus von Social-Media-Gruppen, Konsumieren von rechten Inhalten und vor allem dem Gaming. Genau, da muss man auch ganz klar sagen, bleibt vieles natürlich auch im digitalen Bereich. Also wenn wir heute mit Jugendlichen sprechen, dann sprechen die von Freunden, die sie jedenfalls noch nie gesehen haben. Also dieses ganz klassische im Internet kennengelernt, eine digitale Freundschaft oder entwickelt oder Person. Und wenn dann die als AussteigerInnen bei den Fachkräften landen, dann kennen sie die Person eigentlich gar nicht, mit denen sie da Kontakt hatten. Und zum Thema Gaming ist sehr spannend. Also es gibt Spiele, ja, wo man sich halt unterschiedliche Charaktere aussucht, wie man das halt so kennt. So, dann werden da hauptsächlich irgendwie die People of Color, dann wird sich zusammengeschlossen, werden die angegriffen, es werden Äußerungen im Chat getätigt. Also diese Idee, es gibt rechtsextreme Spiele, gibt es in Teilen wohl auch, aber die sind natürlich nicht so professionell. Das heißt, man nutzt diese Spiele, die es gibt, und kann sie so umframen, dass man dann, wir schießen ja nur die POC ab. So. Wenn es aber einen Schritt weiter geht, und da kam auch der Titel meiner Masterarbeit her, wenn Jugendliche sich dann in so einem festen Kern befinden, dann wird es irgendwann noch eindeutig noch klarer. Da hat man ein Hakenkreuz als Profilbild, also dann ist klar, worum es sich handelt. Das heißt, das Gaming, wenn Kids und Jugendliche irgendwas spielen, darüber in Gruppen kommen, kann es immer weitergehen, dahin, dass halt auch irgendwann Hakenkreuze als Profilbild genutzt werden, von denen, mit denen man spielt. Eine Ebene weiter sind die RechtfertigerInnen, also analog wie bei der anderen Ebene. Paranoia auf der dritten Ebene ist einfach Uneinigkeit. Das heißt, Gewalt wird online selten öffentlich ideologisch gerechtfertigt, dass das ja eigentlich der Sinn dahinter ist. Da wird vermutet, vor allem in geschlossenen Gruppen, da wird das gemacht, wird es akzeptiert und befürwortet. Dann auf der obersten Ebene kommen radikalisierte Personen, also die Führungsebene, so wurde es bezeichnet, die quasi eigene Strategien entwickeln und eigenes Engagement, eigenen Antrieb einbringen, um diese Ideologie in der Gesellschaft weiter breit zu machen. Und in den meisten Fällen, die wir so beraten haben, hat eben auch Aktivität auf der Handlungsebene stattgefunden. Das heißt, die Experten bestätigen eigentlich, dass dann meist immer dieser Übertritt ist von einer kognitiven Radikalisierung, endet dann, zumindest bei den Fällen, die da landen, dann natürlich auch in Handlungen etc. Genau, also wenn ich zusammenfasse, nochmal die Ebene unten, wieder Mitte der Gesellschaft, Kritik äußernde BürgerInnen, digitaler Kontaktaufbau, Konsumieren von extrem rechten Inhalten, Social-Media-Gruppen und Gaming als Sympathisantinnen auf der Sympathisantenebene, verbreitet und geteilte Gewaltakzeptanz und Bereitschaft auf der RechtfertigerInnen-Ebene und Radikalisierte sind dann die Führungsebene, die selber digitale Kampagnen planen, organisieren. Komme ich nun zu meinem Fazit und dann sind wir auch durch. Also, Fazit ist, digital geprägte Rechtsradikalisierungen sind möglich, vor allem auf diesen Stufen Aktivismus, Sympathisantinnen, Aktivistinnen. Das heißt also, die ersten Stufen, der Einstieg in diese Szene kann sehr gut online stattfinden und da gibt es super Möglichkeiten, das dann auch auszuleben. Und digital geprägt, weil es auch natürlich immer Interaktionen sind mit der analogen Welt, mit der realen Welt. Das heißt natürlich, wenn dort was passiert, ich trage es mit ein, das heißt, es ist immer digital geprägt, aber jetzt keine reine Online-Digitalisierung, Online-Radikalisierung. Was im Forschungsstand auch klar wurde, dass Filterblasen eigentlich sehr, also es gibt keinen Beleg dafür, aber in der Forschung wurde immer wieder klar, die existieren und wirken auf diese Rechtsradikalisierungsprozesse ein. Man darf aber nicht vergessen, also dieses Abrutschen oder dann wurde es mir angezeigt und dadurch sind die Leute rechtsextrem geworden. Es gibt eine stetige Eigenverantwortung. Das heißt, die Leute machen diese Schritte auch eigenverantwortlich und bewusst. Und das ist wohl auch sehr wichtig in dem Ausstiegsprozess am Ende wieder. Und entscheidend sind also die individuellen Prädispositionen der Jugendlichen. Was gehen sie rein? Was ist deren Wertebild sowieso? Was ist deren politische Einstellung, wenn sie im Internet aktiv sind? Und eine Trennung zwischen digital und analog ist lediglich analytisch möglich, in der realen Welt natürlich nicht. Und als letzten Satz nochmal, jeder Mord, der passiert, ist ein Mord zu viel, fand ich einfach ein erschreckend gutes Zitat und wollte ich nochmal am Ende mitbringen. Genau. Vielen Dank.